Ja, zum 15. mit Schweiz gegen Ecuador, was ja 2:1 ausging. Und wie in der 40. Minute ist, Schweiz hat in den letzten 4 FIFA-WM-Partien gegen den südamerikanischen Teams verloren und liegt auch jetzt gegen Ecuador zurück. Kannst du eine weitere Schlappe verhindern und bringst den Schweizern den Sieg in ihrem Spiel in der Gruppe E. Gewinne das Spiel, kassiere dir keine weiteren Tore, keine gelben Karten. Ja, sehr schön. Gut. Wir spielen jetzt die Schweiz mit Shaqiri, Shaqiri, Shaqiri. Das freut mich natürlich. Und mit Drimmitsch, der mittlerweile zu Leverkusen gewechselt ist, von Nürnberg zu Leverkusen. Der, ja. Mal sehen, wie er sich da durchsetzen wird. Also erstmal die WM, da macht er sich auf jeden Fall aufmerksam, wenn er Tore schießt. Wie zum Beispiel ein Müller. Nur so als Beispiel jetzt zum Beispiel. Der hat sich bestimmt aufmerksam gemacht durch die 3 Tore, die er gemacht hat. Oh, Shaqiri direkt im Einsatz. Ich versuche mal mit der Variante. Ah, oh, scheiße. Nee. Nee, 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 nee. Das machen wir nochmal. Replay. Erinnert mich voll an die Szene mit England. Und. Oh, schade. So. Und Rodriguez. Shaqiri. Shaqiri. Shaqiri! Oh, der Schuss war gut. Aber ich muss sagen, die Schweiz hat mich in der ersten Halbzeit überhaupt nicht wirklich überzeugt. Ich fand die nicht wirklich gut. In der zweiten Halbzeit, da fand ich die etwas stärker. Stocker! Stocker, allein auch durch Medi, der ein bisschen für Wirbel gesorgt hat. So. Nein! Oh, scheiße. Und jetzt Valencia. Ist es der Antonio Valencia oder der... Dieser E-Valencia. Es gibt ja 2 Valencias. Egal. Van Bergen. So. Nein. Schade. Gut. Versuchen wir auch hier ein bisschen mich auch so generell mit meinen Skills mich zu verbessern. Natürlich auch so ein bisschen das Spiel. Chaka. Von Gladbach. Einer von 2 Gladbachern, wo ich gesehen habe, die nominiert wurden. Weil eine gute Kollegin... Oder eine gute Freundin von mir ist Gladbach-Fan und meinte so, oh, so wenige Gladbacher. Und dann haben die gesagt, ja, es gibt doch 2. Immerhin, sagen wir so, und wir sind jetzt nicht so viel in Bayern. Es ist beidseitiges Thema, wenn ich sagen muss, wenn man sagt jetzt, oh, es sind so viele Bayern-Spieler da. Oder man muss sagen, es ist zwar gut für Bayern natürlich, weil internationale Erfahrung und so weiter. Aber dass wenige Gladbach sind, das heißt, sie sind viel erholter. Bessere Vorbereitung, weil Bayern wird wieder eine scheiß Vorbereitung haben. Das ist auf jeden Fall sicher. Und 1-1 durch Drimmitsch. Drimmitsch macht das 1-1. Sehr schön. Also Bayern wird eine scheiß Vorbereitung wieder haben, weil einfach 14 Spieler oder bitte noch, vielleicht, okay, vielleicht noch weniger, weil ich glaube nicht alle schaffen das nicht. Aber viele Spieler einfach nicht da sind, weil wenn man denkt, jetzt Deutschland im Halbfinale, dann fehlt zumindest wie auf jeden Fall die Nationalspieler, ich glaube, 7 sind es, oder? 7 sind es. 7 Bayern-Spieler. Dann zum Beispiel jetzt Ribéry ist ja nicht dabei. Jetzt zum Beispiel Spanien weit kommt, Holland weit kommt, zum Beispiel, sagen wir Halbfinale. Ja, das dauert einfach. Zumindest können sie nicht alle gleichzeitig trainieren, weil ich glaube, irgendein Bayern-Spieler wird Weltmeister. Keine Ahnung wer, aber irgendeiner wird es. Der einzige Bayern-Spieler, der momentan als Weltmeister und Europameister bezeichnen kann, ist Javi Martinez. Da war er 2010, 2012 jeweils im Kader. Er hat zwar nicht wirklich viel gespielt, aber er war im Kader und er zählt als Weltmeister. Muss man sagen. Julian Green, naja, bei ihm als Amerikaner, ich weiß nicht, ob der das schafft. Also, ich traue dem einiges zu, muss man sagen. Ich traue dem zu, weil ich habe den nicht wirklich viel spielen sehen. Und muss ja schon was heißen, ihn nur zu nominieren. Er muss ja schon gut sein. Also, okay, Klinsmann, weiß man ja nicht. Aber auf jeden Fall, Gladbach wird bestimmt eine bessere Vorbereitung haben als die Bayern. Oder generell, auch Manchester United wird auch eine schwierige Vorbereitung haben, weil bei denen ist ja auch 14 Spieler nicht da. Oder auch Barca oder Real, die werden also keine. Aber wo man sagen muss,
Ja, die können vielleicht noch was Gutes rausholen, weil tritt letztes Jahr in die EM und darauf kam das Triple. Aber man muss sagen, EM dauert ja auch nicht so lange wie die WM und ist auch nicht so intensiv. Weil die WM ist viel intensiver, vor allem ist das so ein anderes Klima. Muss man einfach sagen, weil es ist schon ein kleiner Unterschied. Für mich, also persönlich. Wenn man mit einer hohen Luftfeuchtigkeit, mit fast 30 Grad, vielleicht noch mehr, 90 Minuten, das ist schon anstrengend. Ich krieg 30 Minuten kriegt man schon hin. Also ich krieg 30 Minuten hin bei intensivem Sport. Das kriege ich hin, wenn ich genug trinke und so. Das ist das Wichtige. Wenn du halt nichts trinkst, dann kann sein, dass du nach 5 Minuten kaputt bist. Aber man muss halt viel trinken. Aber man muss sagen, ich habe auch keine Bedenken, dass die Profis jetzt irgendwie da einsacken oder so, weil das sind ausgebildete Typen, das sind Profis. Und ja, die haben zwar gesagt, die kriegen Probleme, aber ich glaube daran nicht, weil als Profi bist du halt ein bisschen, da bist du halt besser, wirst du auch trainiert und außerdem, die sind ja auch lange auch im Trainingslager und trainieren das ja. Und zum Beispiel Südtirol war für mich auch ein guter Ort, wo man auch ein bisschen das Klima hatte, also dieses warme Klima, ein bisschen kennenlernen konnte, also es passt schon, muss man sagen. Also ich finde es nicht so dramatisch jetzt, dass die Spieler da, natürlich ist das elend heiß, aber das halten sie schon aus. Wenn die nichts trinken, dann ist es klar, dass sie es nicht aushalten. Aber es wäre so dumm. Also welcher Profi ist so doof? Und das ist keiner. Also bin ich mir sicher. Also werden, denke ich mal, jeder Spieler auch überleben, dieses Wetter. Und ich freue mich auch bald, wenn hier irgendwann mal, oh Mann. Ich freue mich auf den Tag, wo es hier mal 40 bis 45 Grad sind. Auf den Tag freue ich mich. Und was mich eigentlich meistens immer freut, ist, wie sich alle aufregen. Ah, ist zu warm, ist zu heiß, ich sterbe. Das ist immer wieder witzig. Ja, muss man sagen. Ah, der Rami. Schade. So. Nein. Ui, was für ein Pass. Ah, 72. Minute. Was haben wir bisher erreicht? Keine gelben Karten. Und ja, gewinnen das Spiel. Das ist das große Hauptziel. Hätte ich diesen Shaqiri-Treffer da gegen die Latte, den, also der statt die Latte ins Tor gewesen wäre. Oh, der wäre ja geil gewesen. Oh, Entschuldigung. Habe ich wohl gegen das Mikro gehauen? Wo spielt überhaupt Shaqiri? Senior. Ah, da ist er. Shaqiri. Schade. So. Oh. Gut. Sehr schön. Und Shaqiri. Schade an Shaqiri. Warum? Warum er? Oh Gott. Und ich habe die ganze Zeit L1 gedrückt, ne? Das müsste euch schon klar sein. Jawohl. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. So, wer steht frei? Du. Was machst du da, Trimmel? Ne, Stocker war das. Du bist unter einem Trimmelch, aber. Nein. War ja nicht. So. Ah, schade, ich wollte es mal probieren. So. Gut. Oh, jawohl. Ja. Ah, schade. Weiterkämpfen, Leute. Weiterkämpfen. Jawohl. Ah, schade. Ah, ist so knapp. So knapp. Nein. Warum so knapp vorbei? So, komm. Ah. So. Jawohl. Van Bergen. Und Trimic. Ah, schön. Jawohl. Sehr schön. Jawohl. Und. Nein. Knapp. Schade. Also, wir haben gute Spielzüge, aber der letzte Entschluss fehlt. Der letzte Entschluss. Oh. Nein. Komm, nein. Oh, jetzt runter. Ja. Ibrahim.
So. Oh nein. Nein. Oh, aber ich muss sagen, das Unentschieden ist gerecht. Muss man ehrlich zugeben. Also so schlecht wie ich verteidige. So, Shaqiri. Oh mein Gott. Und so wie ich meine Chancen noch nutze, ist es auch. Na, ist nicht mehr feierlich. Granit Xhaka. So. Ah, schade. Schade. Abpfiff. 1-1. Ja, ist gerechtes Ergebnis. Man muss sagen, 2-1. Damals, also. Ah, schade. Für Schweiz ist verdient gewesen. Also, zweite Halbzeit war deutlich stärker. Und haben sich auch zweite Runde verdient. Erste Halbzeit war ja Ecuador Spiel. Aber wir haben immer das Ziel halb erreicht. Kann man sagen, 250 Punkte. Das ist ja immerhin ein Fortschritt.